Ja, super, sagt der Hugo. Tolles Thumbnail. Leute, ich hab Hunger. Aber so schlecht im Herzen sind wir doch ja nicht. Sag mal. Ey, das kann nicht sein. Mich Omi gerade einfach hops genommen. Eine letzte Frage. Wann wird denn Hubert jetzt legal? Der Karl Lauterbach arbeitet dran. Okay. Volle Unterstützung. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Marsch, es gibt eine Sache, die du noch nicht weißt. Wieder und ich haben uns dafür entschieden, dass wir uns zusammen den Edgar morgen machen. Ich weiß nicht, ob ich dich dann noch liebe. Wow. Ey, du hast mich mit dem Eierkopf und der Oma-Brille geliebt und mit den roten Haaren und ja, dem weißen Schnauzer. Mann, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich es machen soll. Okay, das war krass. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Okay, das ist krass. Das hatte ich gar nicht mehr, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Mann, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Let's go! So, das ist ein ganz großer Chunk Haare am Gesicht. Oh mein Gott! Geisteskrank, das ist wie dieser eine blonde Junge aus diesem Meme. Ich freue mich schon, das hier bei Hungriger Hugo zu sehen mit 19 Jason Derulo Songs drunter. Digga, hinten ist ultra krank. What the fuck? Es sieht aus, als hätte ich einen Helm auf. Ich sag ehrlich, von allen Goofy-Frisuren, die ich bis jetzt hatte, das ist besser als der Buzzcut. 100%ig. Safe. Ohne Scheiß, ich habe so lange meine Haare wachsen lassen. Digga, ich war gestern beim Friseur. Ich dachte mir so, ey, guck mal. Ich war eigentlich wirklich relativ zufrieden mit meinen Haaren. Ich lehne mich zurück, mach's mir bequem. Digga, ich mach die Augen auf. Was ist das? Digga, ich sehe aus wie ein hart gekochtes Ei. Ihr müsst euch halt vorstellen, das ist halt eine First Message in diesem Chat. Kannst du mal bitte dein Headset absetzen? Ach du Kacke, was ist passiert? Mann, die Frisur sieht überdope aus. Digga. Egal, was er als nachher hat, es kann nicht beschissener sein als das davor. Er hat schon eine Haartransplantation in Istanbul hinter sich, aber die haben ihm aus Versehen Sackhaarwurzeln transplantiert. Das ist der einzige Grund, den ich mir erklären kann, warum das so aussieht bei ihm. Ja, lustig und so. Jungs, wann hört dieses ganze Haarthema auf? Hast du das schon gesehen? Heilige Scheiße. Das ist aber auch krass. Das Krasse ist aber, er ist halt nicht so 30 wie die anderen, wo das jetzt so kommt, sondern er ist halt einfach, was ist er, 17? Das ist doch mal was ganz anderes. Was mit seinen Haaren? Digga, jetzt doch! Jetzt sind die doch gut, oder nicht? Irgendwie sehe ich gerade auch die Tavix. Tavix hat ja so eine Hairline. Oder damals sah ich krass aus. Was ist nur aus mir geworden? Ich hab gerade das Bild gesehen und dann meine Facecam. Holy shit, okay, ich finde das crazy. Boah, also das Seite, Bart und so ist ja überwild, Alter. Ja, Mann, das ist crazy. All I do is finde ich aber sehr gut bei Rätsmann. Und wie ist? Oh mein Gott, Schatze, wir werden Gaffi-Sex. Ganz kurz. Bruder, hat Trimax aus Samus White reagiert und dabei Clash of Clans gespielt? Macht er immer? Na, das ist crazy. Digga, ich glaube, ich mache jetzt was richtig krasses. Ich bringe meinen Stream auf eine neue Ebene. Wie oft hast du an Clash of Clans gedacht? Sehr oft. Also jetzt war kein Witz. Ich mache das immer so als Witz, aber es hat mir wirklich Motivation gegeben, weil ich wusste, alle meine Arbeiter und das Labor ist 14 Tage beschäftigt. Egal, was ich da draußen mache in der Wildnis, egal, ob ich Essen habe oder nicht, alle 6 Arbeiter liefen und sind beschäftigt. Das hat mir wirklich Motivation gegeben. Wieso fühlt man das nicht? Natürlich. Das, oder nicht? Ist das so dumm, die Aussage? Hated, bro. Es sieht auch nicht aus wie die verfickte Goldmine aus Clash of Clans. Stimmt, die ist sogar noch besser. Ja, das ist geil. Ich finde direkt jedes Video besser, wenn ich noch so ein Clash of Clans Overlay drin habe. Ich spiele auch immer so im Gym Clash of Clans. Da steht, oh, deine Armee ist bereit. Zwischen den Sätzen nur 60 Sekunden kannst du perfekt angreifen. Es sind aber überall Spiegel und die Leute sehen mich auch. Und da kennen mich auch einige beim Sport so. Ich stelle mich so extra so mit dem Rücken dahin, dass mich keiner sehen kann. Aber es sind halt überall Spiegel und dann sehen die mich halt, dass ich beim Sport Clash of Clans spiele. Erster Versuch des Tages. Ach, Digga, was? Ich hab echt ein Gefühl dafür. Ich weiß genau, was klappte, war nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. Digga, dafür zahlst du im Großhandel 25 Euro. Sind die dumm? Haben die wirklich ein Gefühl dafür? 5 Stück? Boah. Ich hab mir gedacht, als Angelset könntest du einfach so benutzen. Das benutze ich in der Türkei meist so ein Netz. Das wirfst du einfach ins Wasser, die Fische sehen das nicht und verfangen sich dann darin. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Aktueller Fischcount. 38. 38 Fische! Okay,
ist, Mann. Das ist der Baum, den wir gestern abgesägt haben. Ist hier runtergefallen. Ja, es verstopft der Fluss. Da muss Monte mal ran und die ganzen Äste mal rausmachen, damit der Bach wieder schön fließen kann. So, ich bin jetzt hier mal wieder oldschool am Ilsebach spazieren hier in Buxtehude. Hab heute noch ein bisschen Verstärkung für Kai und noch zwei andere Hunde. Aber ich verstehe nicht, wie die Leute mit einem guten Gewissen hier vorbeigehen können, ohne mal ein bisschen den Stau zu beheben. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Ja, Digga, also bin ich der Einzige, den das befriedigt, Mann? Staudamm hin oder her, das Wasser muss fließen. Mission erfüllt. Machen wir heute? Ja, lass einfach lachen, wenn die eingelädt werden. Was machen wir heute? Keine Ahnung, lass uns Spaß haben. Könnten uns ein Seil bauen, oder einen Seilspring machen, könnten Verstecken oder Fang spielen. Juhu. Ich geh jetzt zurück zu Roman. Was? Die haben die krasseste Szene überhaupt rausgeschnitten. Ich weiß nicht warum. Ich bin gerade sprachlos. Hinter mir war auch so eine Bucht wie hier. Ist das Sata Hugo? Sata Hugo, ja, krass, okay, krass. Ja, das war eine gigantische Höhle und in dieser Höhle war ein Fels, der aus dem Wasser geschaut hat, wie in so einem scheiß Disney-Film. Und auf diesem Fels lag eine Robbe und ich konnte übertrieben dicht an sie rangehen und sie hat mich angeguckt. Wieso zum F*** schneiden die krasseste Szene nicht rein? Hast du vielleicht im Umgang mit der Robbe was falsch gemacht, was sie nicht zeigen wollten? Naja, ich wollte halt, dass die Robbe sich bewegt für die Aufnahme und da habe ich so einen riesen Felsen von oben die ganze Zeit auf die Robbe geworfen. Bis sie dann ins Wasser gesprungen ist. Das waren so riesen 20 Kilo Felsen, habe ich da vollautomatisch auf die Robbe und mein Speer hinterher und alles. Das Messer, die Säge. Wenn das nicht alles im Uncut kommt, raste ich aus, ne? Ich schnitz da nur für den Content. TikTok wird brennen. 7 Stunden so ein Speer, obwohl gar nichts mehr geht und dann sieht man den noch nicht mal. Digga, ist das krass. Mach ich mit ist der Boot oder gehe ich direkt rüber? Nee, also die zwei halt mitnehmen. Ja, jetzt musst du dir. Du machst hier mit. Nein! Hugo, Scheißkopf, du musst das. Er schafft's nicht. Also, ja, ich muss ihm erklären, Bro, für Turnier. Da muss ich jetzt durch. Unmöglich. Muss sie. Mann, dieser kleine das gibt mir die ganze Zeit Sachen. Ich hätte ich hab dieser Donner HD, Bruder. Was ist. Bro! Chill! Ja. Digga! Das ist der, dem gehört der Server. Der will dir nur helfen. Du musst über die Schlucht da, das ist so eine Schlucht, geh drüber. Was ist eine Schlucht? Wie, was ist eine Schlucht? Bruder, wollt ihr wissen, was eine Schlucht ist? Bruder, Schlucht gibt's auch in Real Life. Was ist Schlucht? Was Schlucht? Ja, was ist, Bruder, er sagt Schlucht. Du bist gerade reingefallen in die Schlucht. Er sagt Schlucht, Bruder, sagt Brücke. Was? Aber das ist keine Brücke! Ja, aber sieht aus wie eine Brücke. Bruder, einfach noch dümmer als ich. Er hat ein IQ zwischen 130, guck ihn dir an. Ja, mein IQ wäre zwischen 130 und 145, ja, ja. Er ist ein Genie! Er ist begabt, ja, Bruder, diese Seite. Too much fragt im Chat, warum sind von dir im satten Hugo-Video die unlustigen Stellen rein? Ja, ich weiß es auch nicht. Wenn wirklich so lustige Begegnungen in Amerika mit so vielen coolen Amerikanern. Und was kommt rein? Autos. Oh. Ach so, doch, das Video. Oh. Junge, wie geil. Ja, kein Wunder, dass der so viele Zuschauer hat. Gibt doch richtig Hobby-Car-Spotter oder so, ne? Ich bin aber dankbar, dass wir drin sind. Wir dürfen nicht meckern. Aber deswegen hier für Sata Hugo nochmal ein paar Autos. So, hier haben wir noch ein Auto für Sata Hugo. Spaß, bin wirklich dankbar. Hey, ich zeig kurz ein Auto, damit das bei Sata Hugo landet stattdessen. Spaß, ich bin froh, dass ich wieder drin bin. Ist nur halt immer so witzig, weil die trockenen Sprüche und die lustigen Sachen. Erstmal hallo Wilhelm. Hello. Wilhelm, du sprichst kein Deutsch? Gut. Extra Scheißclip rein, so frech. Spricht er nur amerikanisch. Hallo. Hi. Hallo. I'm talking with my toys. Der schneidet wieder nur Autos rein oder so eine Scheiße. Geiles Video. Das war wirklich frech. Das ist wirklich... Es ist wirklich, du bist da komm, 2 Wochen live und er schneidet nur Autos rein und diese Scheißszene. Krass, geiles Video, viel passiert wieder, gute Zusammenfassung.